Führung ist ja heute viel komplexer geworden. Das, was vor ein paar Jahren noch funktioniert hat, das klappt heute nicht mehr so richtig. Und das liegt daran, dass durch die verschiedenen Generationen, die aufeinanderprallen, eben auch verschiedene intrinsische Motivationen aufeinanderprallen. Und es gibt eben welche, die sich gut vertragen und es gibt welche, die sich beißen. Auch darüber werden Sie in diesem Webinar so einiges erfahren, so damit Sie Ihre Teams so gut zusammenstellen können, damit die Teams gut performen können und Sie zu Ihren Mitarbeitern eine gute Beziehung aufbauen können. Ganz so einfach ist es auch nicht, denn es gibt 10 verschiedene intrinsische Motivationen und die erstmal auseinanderzuhalten, ist gar nicht so einfach. Man kann es aber lernen. Und Sie werden es in diesem Webinar lernen, das wir für Sie ganz anders aufbereitet haben. Sie werden nicht nur theoretisches Wissen vermittelt bekommen, sondern Sie werden die intrinsischen Motivationen wirklich erleben. Das heißt, nicht nur die intrinsischen Motivationen, sondern auch die Persönlichkeitsstrukturen, die sich aus den intrinsischen Motivationen ergeben. Unser Ziel ist es, dass Sie in Schauspielszenen, also einer Art psychologischem Theater, Ihre Mitarbeiter wiedererkennen an verschiedenen Stellen. Rotter und Zamia, 2 Schauspieler aus Berlin, werden also die verschiedenen Persönlichkeitsmuster spielen und es sollte Ihnen gelingen, in diesen Szenen Mitarbeiter wirklich wiederzuerkennen, dass Sie an einer Stelle vielleicht sagen, oh, mein Herr Schneider aus der IT-Abteilung, der ist genauso, der bewegt sich so, der spricht so, der guckt so, ja, also so, dass Sie wirklich die Persönlichkeitsstruktur Ihrer Mitarbeiter lesen lernen mithilfe dieses Webinars. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Vermittlung dieses Wissens viel mehr Spaß macht, wenn es Freude macht. Das heißt, wenn Sie beim Schauen dieser Schauspielszenen auch noch Freude haben. In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihnen dieses Webinar gefällt, dass Sie Spaß haben am Lernen, dass Sie vielleicht auch ein bisschen was aushalten bei einigen Szenen. Vielleicht erkennen Sie sich ja selbst sogar auch wieder. Auf jeden Fall viel Freude und Film ab!